Und somit willkommen zu meinem 50-Video-Special. Heute zocken wir Mario Kart. Ein Spiel aus dem Jahre 1996. Ich find's cool. Und ja, ich habe mal angetestet und ich muss sagen, ich habe den Part schon mal aufgenommen. Problem war, erstmal war die Videoaufnahme schon 45 Minuten oder so. Hab 45 Minuten rumgequatscht. Mario Kart gezockt. Nur rumgefailt. Egal, jetzt geht's besser. Ja. Und jetzt, wir zocken heute zusammen einen Grand Prix. Mario Kart. Das wird richtig lustig, ich freue mich. Nur 100 Kubik, weil im 150er, war ich ein bisschen abkacken. Natürlich mit Mario. Let's go. Und wir zocken die. Was zocken wir für eine Map? Was spielen wir? Ich nehme Special Cup. So. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf. Mario Kart Special Cup. Donkey Kong Jungle Parkway. Auch von der Nintendo Wii bekannt. Mario Kart ist eines der bekanntesten und beliebtesten Spiele, die es für Nintendo gibt. Diese Map haben sie auch noch remastered für eine Wii. Ich weiß ja, ob sie das schon vorher. Hui. Und jetzt. Ich muss mich mal kurz hier ein bisschen reinfinden. Und im ersten Part, da habe ich die ersten 30 Minuten, glaube ich, nicht gedriftet, so wie jetzt. Da bin ich immer so gemütlich durch die Kurven gefahren und habe mich hier. Ah, genau, das war es ja hier. Was viele Leute, glaube ich, gar nicht mehr kennen. Die Nintendo 64 Version. Wenn man hier im Wald reinfährt, da passiert was ganz Lustiges, dann wird man mit Steinen abgeworfen. Oder mit Pflanzen oder Kokosnüssen, irgendwie sowas war das. So, Runde 2, sehr schön, wir sind schon gut dabei. Und über Mario Kart kann man sagen, ich habe schon immer gut Mario Kart gezockt. Mario Kart für Nintendo 64 habe ich schon das letzte Mal vor 10 Jahren gezockt. Oh! So, ich musste kurz abbremsen, weil da eine Banane kam. Aua! Ja, ich bin nicht gut im Mario Kart. Also, in Mario Kart 64 bin ich gar nicht gut. Aber so Double Dash, das konnte ich immer gut. Ich habe auch, ich habe, glaube ich, auch mal ein anderes Mario Kart angezockt. Ich glaube, es war die Wii-Version damals. Aber am besten konnte ich immer noch mit der Double Dash Version, da habe ich alles erreicht, habe ich alle Pokale durchgespielt, alles im Spiegelmodus. Hier gibt es ja auch den Spiegelmodus. Genau, stimmt ja. Und ja, das Spiel ist ganz witzig. Hab kurz geschaut, ob die Audioaufnahme auch funktioniert. Ja, die ist an. Da hat sich der Bowser wieder. Und wer kennt nicht Bowser? Der ewige Bösewicht von Nintendo. Und ja, er entführt immer die Prinzessin. Mario muss ja immer die Prinzessin retten, also Peach ist auf dem dritten Platz. Der ewige Rivalen Racy jetzt gerade. Eieiei. Nose. Okay, wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Jetzt kommen wir im Endspurt. Nice, und direkt ins Stern und dann aber die rüberfahren. Yeah, erster Platz. In der ersten Aufnahme war ich die ganze Zeit 5. oder 6. oder 7. oder 8. Da war ich immer auf dem 8. Platz meistens. Ich weiß auch nicht, warum ich das so geschafft habe. Bin immer irgendwie in Schluchten reingefallen. Naja, das Rennen lief ja jetzt richtig gut. Dum, 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 dum. Plus 9 Punkte. So, wir sehen jetzt schon mal die Aufreihung. Todd könnte vielleicht noch was reißen. Je nachdem, wie Peach und Bowser sich gleich anstellen. Aber ich habe noch nichts verloren. Mario Kart Special Cup in Yoshi's Valley. Oh, Yoshi's Valley war scheiße. Genau, hier konnte man ja auch nie sehen, wer Erster und so ist.
Oh Gott, ich... Die Map mag ich übrigens gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber es geht glaube ich auch vielen so. Wow, wow, wow. Mamma mia. Ach du Scheiße. Ich muss mal eine gute Route hier raussuchen. Ich habe das so ewig nicht gezockt, das Spiel. Das ist unglaublich. So, oh, das Yoshi-Ei, genau, da war auch was. Oh Gott, ich bin da voll schlecht. Ich bin auf dem 4. Platz jetzt. Egal, ich muss hier einfach eine gute Position bekommen. Dann klappt das schon. Zweite Runde. Ja, ich bin gerade ein bisschen rar am Labern. Einfach aus dem Grund, weil es gerade ziemlich... Mamma mia. Aber früher konnte ich das ja eigentlich alles gut. Oh, oh, Igel. So, ich glaube, das war jetzt ein guter, guten Weg gewählt. Genau. Jetzt sind wir schon Zweiter. Ah, Bowser, komm. Ja, ich liebe es. So, aber den ersten kriegen wir doch auch noch. Ist doch kein Problem. Nehmen wir jetzt nochmal die Route so nehmen wie gerade. Huch. Natürlich nicht mit dem Rasen umflügen. Final Lap. Ich nehme mal die Route von gerade, weil die war gut. Und Peach folgt mir, weil sie cool ist. Ja, ja, Mario. Mama und Mia. Welche Mia? Hm. So, schön um die Kurve. Und jetzt, schnapp sie dir alle. Huch, wer ist denn da vor mir? Okay. Zweiter Platz, immerhin. Erster ist Yoshi geworden. Ist ja klar. Yoshi wird immer erster, komischerweise hier. Ich frage mich nur warum. Vielleicht weil das Yoshis Valley heißt? Nein. Daran wird es nicht liegen. Hätte ich in der ersten Runde das ein bisschen besser gemacht und den Weg eher gefunden. Nö, dann wäre es glaube ich auch besser gelaufen. 15 Punkte schon, sehr schön. Entschuldigung, oh, Special Cup in Banshee Boardwalk. Ein bisschen angelehnt auf die NES-Version, Super Nintendo Entertainment, also SNES-Version. Da gab es nämlich auch Geistertal. Gibt es auch wieder in der Wii-Version. Wow. Warte, wie sind die großen Viecher nochmal? Buhus. Ey, Bowser. No. Sehr schlecht. Welcome in Blut geschrieben. Lol. Aber ist ja noch nichts verloren. Hier gab es auch viele Geheimwege, glaube ich, ne? Gott, ey. Gerade diese verkanteten Maps, die kann ich gar nicht. Hallo Donkey Kong. Huch, ich bin Siebter? Achter meine ich. Hey, Luigi. Fünfter. Nose. Wo war das knapp? Oh fuck. Voll durch die Banane gefahren, ey. Hätte ich eigentlich sehen können. Geisterteil ist echt doof. So, ach, wir können gar nicht Pilze einsetzen, wenn man klein ist. Das können die gar nicht. So, jetzt hier und zack. Und zack. Ah genau, hier taten sich doch immer Geheimwege zwischendurch auf, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Schon lange her. Oh, Todd, ey. Das ist auch mies gemacht mit diesen Fragezeichen. Fake-Boxen. Auf dem N64 sehen die wirklich kaum unterscheidbar mehr aus. Dann haben sie später mit der GameCube-Version ja geändert. Da konnte man die gut unterscheiden. Erst sahen die normal aus und dann, wenn man näher dran fuhr, wurden die ja rot. Ist aber auch noch so in der Wii-Version. Warte, Wario...
Und wer sich schon mal... Ach, Kacke. Und wer sich schon mal fragt, wer Wario eigentlich ist, das ist der Cousin von Mario und Luigi. Ja. Weil Mario und Luigi sind ja Brüder. Wario ist der Cousin von Mario und Luigi. Gibt's aber auch schon richtig lange Wario. Und Wario hat auch einen Bruder, das ist Waluigi. Also Wario ist ja so ein bisschen das Gegen... Oh, geil, blauen Wörter. Wario ist ja immer so ein bisschen das Gegenbeispiel von Mario. Wario ist nur auf Geld aus, aber kriegt am Ende auch immer sofort die Frau mit ab. Und Mario muss eigentlich nur die Prinzessin retten. Luigi, was macht Luigi nochmal? Ach, weiß ich gerade nicht. Ja, immerhin. Oh, Bowser ist erster. Okay, jetzt kommt gleich der Final Countdown. Auf dem Rainbow Road. Die es bis jetzt, glaube ich, auch in jedem Mario Kart Teil gab. Gibt ja immer so eine Unterscheidung. Auf der GameCube-Version war die war's zu leicht. Huch. Ne, auf der GameCube-Version war es zu leicht, genau. In der Nintendo 64-Version war die... auf der Nintendo 64-Version war die zu leicht. Da konnte man nämlich, glaube ich, kaum runterfallen oder so. Ja, genau. Ah, ich mag es aber, weil hier kriegt man auch auf Random Sterne, oder war das erst ab der GameCube-Version? Bin mir jetzt nicht sicher. Ah, da kommt gerade so ein Böses. Also die ist zu leicht. Die GameCube-Version war ein bisschen zu schwer angeblich und die Wii-Version soll ausgeglichener sein. Aber könnt ihr ja sagen, wenn ihr das genau wisst. Ich bin mir ja nicht so sicher. Ja, und wie gesagt, Wario ist der Cousin von Mario und... Ah, guck, da ist Donkey Kong. Und wer noch nicht kann, wusste, wie das mit Mario und Donkey Kong so angefangen hat. Und wieso ist Donkey Kong eigentlich theoretisch... länger gibt, also theoretisch länger gibt als Mario. Das liegt einfach daran, weil Mario gab es erst nach Donkey Kong. Er ist zwar mit Donkey Kong als erstes aufgetaucht in dem damaligen gleichnamigen Spiel Donkey Kong, was ja damals eigentlich ein Popeye-Spiel werden sollte. Ist wirklich so. Da sollte, und dann irgendein Entwickler kam, ich weiß nicht mehr welcher Name das war, aber der ist bis heute noch ziemlich gut für Nintendo am Arbeiten. Und der entwickelt auch ganz viel für Mario und alles und jetzt sollte man einen Stern benutzen. Und auf jeden Fall hat der damals dann... Damals gab es ja Nintendo für Automaten. Und der hat das dann... hätte der dann damals nicht Mario, also Donkey Kong, rausgebracht, dann hätten die... Entwickler von Nintendo damals pleite gemacht und alleine dadurch, dass der dann das Donkey Kong Spiel umprogrammiert hatte und somit dann zwei sehr beliebte Charaktere erfunden hatte, also Donkey Kong und Mario. Mario hieß ja damals nicht Mario, sondern Jumpman und der und sein Beruf war ja nicht, wie viele kennen, Klempner heute, sondern der war Zimmermann. Seine Aufgabe war es, die Prinzessin oder die Frau zu retten, die oben auf der Plattform ist. So, du kriegst gerade mal einen roten Panzer. Ja, ne? Und dann kam später irgendwann Mario daraus, weil der, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wieso der... später kam, aber der war dann doch ganz beliebt. Das Spiel wurde... hat sich so gut verkauft. Fuck, ey. Ja, toll, Bowser ist erster. Ich muss... Achso, ich habe noch eine Runde Zeit, Gott sei Dank. Oh, was mache ich denn? Ja, und dann... Das mit Prinzessin Peach und Mario, das, ich glaube, das Grundprinzip war vom allerersten Donkey Kong. Nur, dass später nicht mehr Donkey Kong die Prinzessin entführt hat oder eher Mario bei Donkey Kong die Prinzessin retten muss, sondern eher, dass die Bowser kam
der damals ja nicht Bowser hieß, der hieß damals ja noch King Koopa. Ne? Der hieß damals King Koopa, der war ja noch gar nicht Bowser. Das kam alles erst viel später. Und da finde ich eigentlich ganz interessant, das habe ich nämlich alles mal, habe ich letztes Mal gehört und gesehen alles. So der Fortlauf von Nintendo und warum Mario mal erst später dazu kam. Ich finde es ganz lustig, dass alles bei Mario anfing mit einem Popeye-Spiel. Also hätte man sich Mario, wenn die damals, ich glaube, die hatten Lizenzprobleme oder so, hätten die das damals nicht umgebaut. Also die Automaten haben sie ja damals umprogrammiert mit Jumpman und Donkey Kong. Also Donkey Kong war klar, der wurde ja eh, der wäre eingebaut worden. Aber Mario war ja erst Jumpman und habe ich ja schon gesagt, also auf jeden Fall, ich finde es interessant. Und da haben wir nochmal Donkey Kong. Also die ewige Rivalen bei Nintendo ist ja ganz klar. Donkey Kong und Mario. Mario und Bowser. Warte mal, bei Peach. Peach wird ja immer geführt, ist ja klar. Luigi ist ja auch erst später, glaube ich, aufgetaucht. Ich weiß das nicht so genau. Ich kenne mich nicht so mit der Geschichte aus, leider. Ey Mann, ich fahre ganz schön gut dafür, dass ich die ganze Zeit noch laber. Ach, gibt so viel, was Nintendo erfunden hat. Meiner Meinung nach ist auch Nintendo eigentlich einer der, ist sogar der beste Entwickler überhaupt. Wo er Erfinder von Konsolen und alles, finde ich richtig easy. Wenn die eine Idee haben, dann setzen die richtig gut um. Wie damals der Nintendo GameCube Controller, der meiner Meinung nach auch einer der allerbesten Controller ist, so vom Handgefühl her und alles. Schön zu halten und ja, ich habe gewonnen. Naja, Nintendo hat schöne Ideen und ich mag die Spiele. Ach, gibt so viel. Ich hab's geschafft. Ja, ich habe den Grand Prix gewonnen und nur weil ich die ganze Zeit geredet habe. Also berichte ich mich, wenn ein paar meiner Informationen zu Nintendo-Geschichte und so falsch waren, aber ich habe mal ein bisschen darüber geredet. Ich habe mal nur das wiedergegeben, was ich selbst mal gehört habe. Und ja, wenn ich hoffe, ich habe mich so richtig erinnert daran. Und wir haben gewonnen. Ironisch, Bowser am Peach Palast. Ah, da ist Peach sogar. Ja, was ist das denn bitte? Ah ne, das ist Wario. Oh, ne, doch wie. Oh. Komm, das ist doch. Ich find's irgendwie ein bisschen ironisch. Die drei, irgendwie drei der Hauptcharaktere von Mario 64, also die drei Hauptcharaktere, haben sich wieder vereint in Mario Kart. Haha. Sehr schön. Ja, und ich habe gewonnen. You place first. You are awarded the Gold Cup. Was wollte ich noch sagen? Ah ja. Nightmare House ist jetzt auch endlich abgeschlossen und ich habe jetzt wieder ein Projekt frei. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich als nächstes Let's Playen könnte, sagt es mir doch einfach. Sagt mir irgendein Spiel, egal was. Ich werde schauen, wenn das Spiel was kostet, dann sagt das vorher. Und ich werde schauen, ob ich das Spiel überhaupt besitze. Wenn ich das nämlich nicht besitze, habe schon geplant, ob mich heute ist nämlich der 17. April und ich habe gedacht, für nächsten Monat, ob ich dann mit The Binding of Isaac anfange, kostet ja nur 5 Euro bei Steam. Problem, ich habe keine Paysafe-Card mehr und anders kann ich das nicht auftreiben, 5 Euro habe ich ja noch. Und die kosten erst ab 10 Euro, kann man die Karten erst kaufen, verdammt. Egal, mal schauen, vielleicht fange ich erst nächstes mit The Binding of Isaac an
Und bis dahin würde ich dann irgendwie ein bisschen meine Folgen erhöhen bei Garry's Mod. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich bauen soll momentan. Sozusagen ist alles ausgelutscht. Ja, was habe ich noch am Laufen? Zelda. Zelda wird auch weitergemacht, klar. Hab gedacht, da wird dann so ein tägliches Projekt. Was noch? Ja, und wie gesagt, nächsten Monat dann geht's vielleicht oder wie sind vielleicht unter Umständen noch mit The Binding of Isaac los? Hab ja Controller für den PC. Ist alles kein Problem. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Spielevorschläge habt, Half-Life Mods, egal irgendwas, alles in die Kommentare schreiben und dann mir sagen, was ihr gerne sehen möchtet, was ich spielen könnte. Vor allem, wie euch jetzt Nightmare House gefallen hat, wenn ich gerade schon von anfange. Und ich hoffe, euch hat dieses 50. Video-Special gefallen. Ist ein bisschen eifersüchtig wegen Mario. Aber ich wollte es endlich mal spielen, einfach, ja. Ich fand es eigentlich gut. Und vielleicht, wenn euch Mario sogar gefällt, sagt es doch. Dann kann ich das doch ruhig nochmal als normales Let's Play weiterführen. Wir haben noch 50, 100 und 150er. Dann haben wir noch Spiegelmodus und alles, glaube ich. Ich werde mir das nochmal anschauen. Ich habe das Spiel übrigens auch nie durchgespielt. Data, was gibt's denn hier? Ja, das gibt's dann alles noch zu tun. Das haben wir momentan freigeschaltet. Kann man das eigentlich auf Deutsch stellen, das Spiel? Eraser, Return to Game Sound. Nö, gibt's nichts. Okay. Also wie gesagt, wenn euch das Spiel gefällt und ihr das gerne das Let's Play sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Wenn ihr einen anderen Vorschlag habt, dann sagt mir noch Bescheid. Und ja, ansonsten fange ich dann mit The Binding of Isaac an, wenn ich das Geld dafür habe und mir es gekauft habe, weil ich besitze es ja noch nicht. Würde es aber trotzdem gerne LP. Und ja, Leute, hoffe, euch hat dieses Special-Video gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht wieder ein Special-Video. Naja, so schnell geht das jetzt auch nicht. Ja, egal. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß euch noch. Und bis dahin, macht's gut und ciao.